Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Mein Name ist der Franconia. Wir sind hier, ich zeig's euch mal auf der Karte. Ich weiß, wir haben der letzten Folge haben wir hier irgendwo gestoppt im Maisfeld. Hatte aber eine kleine Aufnahmepause gemacht. Jetzt sind wir wieder hier gelandet. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, wo wir da beginnen. Aber hier haben wir was Neues. Zur Blitzreise Heils. Nein, nördlicher Teil von Ogoro, Sammelpunkt ist hier. Ogoro, Sammelpunkt, okay. Heißt die Provinz hier wirklich Ogoro? Heißt die Bude hier wirklich Ogoro? Warte mal, das ist hier. Alter, das schaut hier viel größer aus, ne? Alter. So. Entschuldige, ja. Wir sind wie gesagt hier. Ja, das ist das Scheißheißle. Da ist der Müll. Hier kommt der Ackermüllabfuhr hoch, oder? Ich glaube nicht. So, wir müssen nach unten, beziehungsweise. Wir müssen hierher. Machen wir mal am besten am Wegpunkt. Ach, wir müssen da runter. Alter, hier gibt es viel mehr feindliche, ne? Wasche. Alle Verwalle, ey. Okay, da müssen wir dann doch ein bisschen aufpassen. Ja, wir versuchen heute hier nochmal diese Ortschaft. Stadt kann man es ja eigentlich nicht nennen. Obwohl es hier nicht gerade klein ist, versuchen wir heute nochmal hochzunehmen. Und ihr habt es in der letzten Folge auch mitgekriegt. Wirst du einmal im Kampf verwickelt, dann kommen wir es von allen Seiten. Hübsches Bächchen. So. Genau hier haben wir anscheinend das letzte Mal geparkt, beziehungsweise haben wir da die Folge aufgehört. Ein Autowrack. Da sind noch Leichen drin. Das Kartell schickt den Einheimischen eine Botschaft. Shit, Mann. Sind da tatsächlich noch Leichen drin? Nee. Nee, aber da wachsen die Dinger durch. Ach Gott, oh Gott. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So. Wir schauen aber trotzdem mal, dass wir hier. Den Laden heute doch einmal hochnehmen. Hey, das sind Feinde. Wir haben ein Sicario mit MP. Der Checkpoint da drüben. So ein Sicario. Okay, Männer, dann lassen wir mal hier rüber den Heli fliegen. Hab einen Generator gesichtet. Hab noch einen Tango. Und das macht 3. So, hier ist ein Heli. Das macht 5. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So, jo. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Ich sehe eine montierte Waffe. Hier müsste aber einer rumrennen noch, ne? Hey, ein Kartellleutnant. Ich sehe niemanden. Drinnen im Hauptquartier. Okay, wir brechen es mal hier ab. Ich glaube, ich gehe doch noch mal rüber an die Tanke. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten.
Es sind 10 Ziele. Dass die Menschen und La Madre Sierra profitieren. Santa Blanca ist der Partner von ihm. Na, wo sind die Jungs noch? Was war das jetzt? Okay, aber ein Mordsheli haben die hier, ne, die Jungs? Alter Verwalter. Bleib halt stehen, du Depp. Okay, lauf weiter, du Depp. Na, die Jungs sind hier. Doch sehr gut bewacht, beziehungsweise gut ausgerüstet hier. Den könnte man erwischen. Ich sehe eine montierte Waffe. Tango getötet. Ich glaube, Sie haben Ihren Kollegen gefunden. Wie? Wie Kollegen gefunden? Mich verarschen. Das ist ein Treffer. Sie mich verarschen, okay, Freunde. Wie können die uns finden, Alter? Scharfschütze runter! Fuck, 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 Mann! Okay, Männer! Feuer eröffnen. Verstanden. Gegner am Boden. Shit, Mann. Mich verarschen, geht ihr schon wieder hier in die Hosen? Ziel getroffen. Den Bastard schnapp ich mir. Kein Gegner in Sicht. Einer weniger. Habt ihr alle ausgeschalten jetzt, oder was? Hier ist alles sauber.
Respekt, Männer! Habt ihr jetzt alle ausgeschalten, Jungs? Nee, oder? Sehen wir uns hier nach Informationen um? Freilich schauen wir uns hier ein wenig um. Sie wollen nur Macht, Kontrolle. Wir haben das schon auf dem ganzen Kontinent gesehen. Aber Santa Blanca hat euch euer Schicksal als Individuum in die eigenen Hände gelegt. So sieht es aus. So, dann gucken wir mal geschwind hier rein. Hier ist aber nichts. In der Garage. Ah, schau einen an. Vermutlich müssen wir sowieso hier nochmal her. Früher oder später. Denn hier gibt es einiges an Infos zu holen. So, na, wer sagt's denn? Nein damit. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, da oben gibt's hier nichts, ne? So, wir machen das Teil aus. Gibt auch noch mal ein wenig was. Schöner Heli. Alter, der ist aber auch gut ausgestattet, ne? Oh, das sieht richtig cool aus, ne? Acht Mann Besatzung, nicht schlecht, Herr Specht. So, wir gucken uns aber hier in dem Haus jetzt mal um. Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Ja, das befürchte ich auch. So ziemlich traurig. So, ich schaue mal hier nach oben vorne. Riesenfernseher wieder. Sehr schön. So, dann... haben wir hier noch was Hübsches? So, haben wir hier noch was Feines? Tatsächlich, was ist denn das alles hier? Punkte nehmen, nice! Auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Ziemlich cool. Habt ihr die Daten zu La Gringa gelesen? Sie war Mensa-Mitglied. Ihr wurde ein Stipendium angeboten. Ohne Scheiß. Bei dem Bildungsgrad hätte sie überall arbeiten können. Aber sie muss sie ja bei diesen Wilden anheuern. Für eine gebildete Lady ist La Gringa ziemlich dumm. Damit kennst du dich ja aus. So, was haben wir denn hier Hübsches? Dokument nehmen, klar. Katrine, ich bin so weit gereist, um dich zu sehen. Und es ist, als rede ich mit einer nassen Socke. Sieh dir deine Haare an. Ist die gerechte Sache so anstrengend? Wird in Deutschland nicht über Südamerika berichtet? Herzover Bolivia existiert nicht mehr. Das war eine CIA-Erfindung. Ich war ihre Marionette. Als ich es merkte, war es zu spät. Wie schrecklich. Aber warum bist du noch hier? Warum gehst du nicht heim? Oder komm nach Deutschland. Du bleibst bei mir und Heinrich, bis du was Neues hast. Ich habe etwas Neues. Hier in Bolivien. Manchmal kann ich Kranke behandeln, aber hauptsächlich Forschung, Biochemie. Würde dir nicht gefallen. Hier gibt's nur einen Arbeitgeber, der dich bezahlen kann. Ja, das Santa Blanca Kartell. Die Sicarios haben sogar einen Spitznamen für mich. La Gringa. Und Biochemie. Also Kokain. Das geht nicht, Katrine. Du musst weg. Ich glaube, die lassen mich nicht mehr weg. Es gibt keine Gitter, aber ich bin in einem Gefängnis. Na, ah, der gute alte Heinrich. So, wir hacken mal das nächste. So, Fertigkeitspunkte finden, Nachschubüberfälle finden, Rebellenoperation finden. Was nehmen wir denn?
Komm, wir machen mal die... die Fertigkeitspunkte, oder? Feindaktivität. Ja, komm, nochmal. So, Infos entdeckt. Kartei-Dingsbums hier, ne? Was, Alter. Sehr nice. So, Kingslayer. Aufzeichnung neu. Ja, das haben wir ja gerade uns angehört. So, Lagringa enthüllt ihrer Freundin Marlene, die aus Deutschland zu Besuch ist, dass ihr ehemaliger Arbeitgeber Hands Over Bolivia eine Tarnorganisation der CIA war und das jetzt für das Kartell arbeitet. Ja, die gute alte Marlene. Katrin, ich bin so weit gereist, um dich zu sehen. Ups. Und es ist, als rede ich mit einer nassen Socke. Sieh dir deine Haare an. So, ja, haben wir ja gelesen. Gut so, meine Damen und Herren. So. Da hätten wir doch... Fuck! Nein! Bin ich tot, Nina? Nein! Halte durch, ich bin schon da. Ach, das wäre schnell verdientes Ding gewesen jetzt. Verflucht. Ah, hat super geklappt. Gut, hopp, den schnappen wir noch. Weiter. Los geht's. Den schnappen wir uns, Männer. Radio Santa Blanca con DJ Perico. Nein! Den schnappen wir noch. Ist jetzt weg, ne? Für alle, die neu sind in diesem kleinen Konzern und für alle, die sich ein bisschen weiterbilden wollen, weil sie überlegen, bei Santa Blanca einzusteigen. Ui, ist weg. Eine kleine Lektion namens, wie man Kokain herstellt. Wir fangen an mit den schönen Blättern, die unsere wunderbaren Kokaleros hier in Bolivien züchten. Diese Blätter werden zu... Eieiei, ich bin auch so sonderlich vor. Etwas davon? Alter! Was war denn das für ein Move, Alter? So, entschuldige. Ja, da oben gab's doch noch was. Hä, war da noch was? Das hab ich das. Das hab ich jetzt total übersehen, oder was? Ach, guck einer an hier, untersuchen. Was haben wir Hübsches? Hör zu, wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Und zwar in einem umgebauten Schlachthaus. Worauf warten wir dann? Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Hieraus geht hervor, dass ihn El Emissarios Assistent hat. Wir müssen ihn finden. Jo, aber das wird nicht die neue, die nächste, ne? Was? So, Einsätze, aggressiver Wettbewerb. Jo, ich möchte aber... Hier ist der nächste Ordner. Wir werden mal... Wir hatten uns da jetzt gesehen. Die Drohne ist oben. Was macht der da? Vor allem, wo kommt denn der jetzt hier auf einmal? Alter, wo kam denn der jetzt her? Sauber, alles sauber. So, haben wir es jetzt. Wird alle beruhigt. So, dann fliegen wir mal mit dem Heli. Schauen wir mal, was der Vogel hier so hergibt. Kommt ihr, Jungs? Ich bin der Pilot. Startbereit. Ja, da ist schon wegen mehr Geld im Spiel jetzt hier, ne?
Alter, wie cool das hier aussieht, ne? Ach, geil, ich kann mir mit dem Fallschirm abspringen. Komm, das machen wir. Und ich frage mich, was dann mit den anderen ist. Wie hoch kann ich hier eigentlich fliegen? Hier war es doch ein wenig, also im alten Gebiet war es doch ein wenig, ja, grauer, ein wenig mehr sandiger. Aber hier kommen wir jetzt mehr in die grünere Gegend rein, ne, finde ich. Alter, wie weit können wir hochfliegen, sag mal. Krass, wir steigen immer noch. Alter, ist das hoch, ne? Die kommen auch näher an die Wolken ran jetzt. Boah, was für eine Aussicht, ey. Ja, und wir steigen und steigen und steigen und steigen. Langsam aber sicher immer weiter nach oben. Alter, Alter, ist es hoch. Wir sind jetzt 2,5 Kilometer über dem Boden. Alter Schwede. Ah, komm, das möchte ich jetzt nochmal testen hier kurz. In der Folge, wie weit geht denn der auf? Alter, ich habe ja total Höhenangst, ne? 3,2 Kilometer sind wir. Der steigt tatsächlich noch, ne? Alter Schwede. Alter, so übelst krass, ne? Schau dir mal an, ey. Gut, es ist da noch alles voller Nebel, ne? Jemand das Forstparkspiel gesehen? Psst, lalalala, hört sofort auf. Was zum Teufel? Ich schwöre, wenn eins von euch Arschlöchern das verrät, ist seit 2 Wochen bekannt. Ich weiß, das Internet ist elend langsam hier. Ich lade das Spiel seit Tagen runter, also nichts verraten. Kein Problem. Du hast eh nichts verpasst. Sie haben mit 30 Punkten verloren. Wie bitte? Er verarscht dich. Sie haben mit 12 gewonnen. Aufhören! Bitte! Tut mir leid. Eigentlich waren es 17. Oh Gott. Wurdest du nicht abgesagt? Leckt mich doch. So, Leute, weiter geht's nicht mehr hoch. 3,6 Kilometer. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich echt verarschen? 3,6 Kilometer, Alter. Alter, das ist so krass, ne? Okay, weißt du was? Ich spring ab. Wie öffne ich den? Boah, Alter! Nice, Alter! Boah, Junge, das ist so krass, ne? Das ist so krass, hier zu fliegen.
Es hört sich so total windstill an, aber ihr seht, dass wir hier doch ziemlich tief fliegen. Na, was schon? Ach, die anderen Jungs fliegen auch hier mit. Hui, alter Schwede. Das ist doch auch ein cooles Bild, ne? Wie stürze ich ab? So geht's nach unten. Ich habe gelesen, dass Kartelle Chemiker direkt vom College abwerben und ihr Studium bezahlen. Heilige Scheiße. Du kannst lesen. So richtige Wörter? Also mit mehr als 3 Buchstaben? Leck mich. Wir kennen viele Leute, die ihre Studiengebühren über das Militär bezahlt haben. Die Armee hat meine Hochschulausbildung finanziert. Wir können das Kartell wohl kaum belangen, weil sie dieselbe Taktik nutzen. Junge, ich muss sagen, das ist schon richtig cool, ne? Warte mal, ich geh mal hier in die andere Richtung. Wo ist jetzt die Sonne wieder hin? Sonne Marie. Jetzt sind wir wieder in Itaku. Also muss man auch sagen, es ist schon richtig geil, ey. Leck mich fett. So, Okoro, der weltweite Top-Produzent von Kokain. Schau einer an, der Heli, der ist auch da. Alter. Alter, wir landen hervorragend, Junge. Alter, wie geil war denn das jetzt? Und ich finde total leicht, finde ich auch sehr, sehr gut, dass es nicht so übertrieben schwer ist. Wie jetzt zum Beispiel in GTA oder so. Willst du den Ordner Informationen absuchen? Ne, den haben wir ja schon gerade. Denn ich kenne so, dass doch bei vielen Spielen der Fallschirmsprung, dass es ja doch immer ziemlich, ziemlich tricky ist und du immer nur ein bisschen lenken kannst, bevor es dir dann das Ruder quasi im wahrsten Sinne des Wortes rumreißt. So, liebe Freunde, ich hätte aber dann gesagt, wir machen dann weiter mit der nächsten Mission und mit der nächsten Folge von Ghost Recon Wildlands. Denn wir gehen da. Genau zur nächsten Ortschaft. Da ist es aber noch ein bisschen hin. Deswegen mal mit Schnell Speed. Laufen wir hier mal ein wenig abseits der Straße entlang. Sind das? Das sind auch kaum Maisfelder, oder? Keine Ahnung. Oder ist das Coca-Anbau? Ist das tatsächlich Coca-Anbau? Schauen Coca-Blätter aus? Also der Anbau so? Ich habe ja keine Ahnung. So, kommen wir doch hier gleich darüber. Yo, liebe Freunde, und dann hätte ich gesagt, machen wir hier eine kleine Rast. Sprich, eine kleine Folgenpause und wir sehen uns wieder. Wir sind Tangos, ziemlich nah. Jo, wir sehen uns wieder morgen zu einer neuen Folge von Sammeln, Leute. Ghost Recon Wildlands. In diesem Sinne, macht's gut und Servus, euer Franconia. Ja.